Und damit hallo und herzlich willkommen hier zu einem neuen Projekt. Wir spielen New Style Boutique 2, Mode von morgen. Ich bin sehr gespannt auf dieses Spiel. Ich kann mir nämlich darunter bisher noch gar nichts vorstellen. Ich weiß, es hat was mit Mode zu tun. Ich weiß nur nicht, was es mit Mode zu tun hat. Und ja, ich bin natürlich auch gespannt, ob es euch gefallen wird. Ja, so, und ich würde sagen, wir fangen direkt mit einem neuen Spiel an. Möchtest du Mitteilungen von Nintendo empfangen, die Marketing- oder Werbeinhalte beinhalten können? Nein. Möchtest du Informationen zu deinem Spielverhalten an Nintendo senden, um uns beim Entwickeln von Service und Produkten zu helfen? Nein. Die Spot-Pause-Einstellungen können zu Beginn eines neuen Spiels oder im Hauptmenü unter anderes geändert werden. Okay. Wähle deine Währung. Euro. Yeah. Sehr cool. Also wie gesagt, ich habe keine Ahnung von dem Spiel. Wie willst du heißen? Shiva wäre ganz cool. Wenn ich jetzt so einen Stift hätte, wäre noch cooler. Shiva. So, okay. Und wann soll dein Geburtstag sein? Am 15. 5. Ups, 5. So. Also, dein Charakter heißt Shiva und hat am 15.05. Geburtstag. Stimmt das? Yeah! An Shiva von Oma. Nicht vor dem 9.03. öffnen. Liebe Shiva, es ist soweit. Der 9.03. ist da. Zumindest, wenn du den Brief auch am richtigen Tag geöffnet hast. Wenn der Tag stimmt, bist du jetzt schon richtig groß geworden. Eine schöne junge Frau. Ich vermisse dich sehr, mein Liebes. Ich habe diesen Brief etwas für dich beigelegt. Etwas, das du genau am heutigen Tag erhalten sollst. Es mag bloß ein kleiner Schlüssel sein, doch für mich war er immer unheimlich wichtig. Bitte verliere ihn nicht. Ich wollte ihn dir zu einem ganz bestimmten Zeitpunkt zukommen lassen. Du solltest genauso alt sein, wie ich es war, damals, als alles begann. Welche Geheimnisse er birgt, das musst du selbst erfahren. Doch ich verspreche dir, er wird dir Freude bereiten und vielleicht dein Leben verändern. Mein Leben, das hat er jedenfalls ganz gehörig verändert. Und du, meine liebe Enkelin, bist ja schließlich ganz nach mir geraten. Du musst nur eines dafür tun. Öffne die Tür. Welche? Aber das weißt du doch. Jene kleine helle Tür, die du immer öffnen wolltest. Kein Tag vergeht, an dem ich nicht an dich denken muss. Leb wohl, in Liebe, deine Oma. Was? Die Tür ist offen? Das ist ja... Wow, was für ein schönes Zimmer und wie riesig es ist. Hinreißend. Trotzdem komisch, warum ist die Tür denn auf einmal aufgegangen? Die war doch immer verschlossen, seit dem Tag als... Huch? Wer bist du denn? Hey, Moment mal. Dich habe ich doch schon mal gesehen, oder? Du kommst mir bekannt vor. Wo war das nur? Na, wo nur? Wo? Ha, jetzt weiß ich es wieder. Elaine. Du bist Elaine, die beste Freundin meiner Oma, stimmt's? Also sie sagt ja immer, dass du die Größte bist. Aber so groß hätte ich mir dich dann doch nicht vorgestellt. Moment, bitte was? Du sagst, du bist gar nicht Elaine? Aber du siehst genauso aus wie auf dem Foto, das Oma mir mal gezeigt hat. Aber wenn du es wirklich nicht bist, tja, das wäre ein komischer Zufall. Nein, halt! Jetzt weiß ich's. Hör mal, das Mädchen auf dem Foto Elaine, dann war das vielleicht deine Oma. Ja, so muss es sein. Dann ist es genauso wie bei mir. Mir sagen nämlich auch alle, dass ich ganz so aussehe wie meine Oma früher.
Nanu, aber was ist denn? Ist sie riesig. Sowas habe ich ja noch nie gesehen. Und das Buch hier. Wow, ich werde verrückt. Und hier, wie schön. Oh, was für eine niedliche Kappe. Ich liebe Barretts. Wie bitte? Darf ich etwa? Wow, echt? Ich darf es mal anprobieren? Na klar, bedien dich. Hier, nimm den Hut. Kostet nur 48 Euro der Teil. Das ist ja nix. Ich habe noch nie so ein schönes Käppchen getragen. Ich sehe aus wie ein ganz neuer Mensch. Haha, das gefällt mir. Was so eine kleine Veränderung ausmacht. Wow. Das erinnert mich an etwas, das Oma mal gesagt hat. Sie meinte, Elaine hatte immer so ein hervorragendes Gefühl für Stil. Sie hätte Leuten immer geholfen, die schönsten und passendsten Kleider zu finden. Zu Omas Zeiten war auch die ganze Stadt völlig verrückt nach Mode. Sie meinte immer, damals war ja alles viel lebendiger und aufregender. Aufregender? Jetzt verstehe ich, was Oma damit meinte. Genau wie ich mich jetzt gerade fühle. Das meinte sie. Ich glaube, ich hab's. Jetzt wird mir alles klar. Das klingt jetzt bestimmt komisch, aber hör mir zu. Ich weiß Bescheid. Dass wir uns heute getroffen haben, das ist nicht einfach so passiert. Oh nein. Das war kein Zufall. Nie und nimmer. Das hat das Schicksal so gewollt. Okay, damit ist die Sache klar. Dann komm, auf geht's. Wohin? Na, ist doch klar. In meine Stadt. Ich will, dass wir das Gleiche tun wie Elaine und meine Oma. Wir zeigen der ganzen Stadt, wie sehr Mode begeistert. Du und ich, wir sind genau die Richtigen dafür. Ach, stimmt ja. Du weißt ja noch gar nicht, wie ich heiße. Entschuldige. Ich bin Momo. Freut mich. Ich wohne in der Stadt hinter dieser Tür, aber das hast du ja sicher schon gemerkt. Und du? Los, sag mir doch deinen Namen. Wie? Shiva? Was für ein schöner Name. Momo und Shiva, das passt super zusammen. Eigentlich nicht, aber egal. Also gut, Shiva. Bist du soweit? Dann komm mit. Die Tür ist ja gleich da drüben. Ist was? Du siehst ja ganz verwirrt aus. Ach so, jetzt verstehe ich. Die Tür ist ja noch ein Die Tür ist ja noch ein winziges bisschen zu klein für dich. Aber vertrau mir einfach. Ich weiß genau, was wir dagegen tun. Also, keine Sorge, ja? Momo macht's möglich. Meine liebe Oma hat mir nämlich den geheimen Trick verraten. Du musst nur genau das machen, was ich sage. Also gut, dann mach zuerst mal die Augen zu. Mach die Augen zu und entspann dich. Okay, ich entspanne. Stell dir zuerst mal die Gesichtsform vor. Willst du sie schmal oder lieber etwas breiter? Ich glaube, ich nehme das mittlere. Alles klar, als nächstes die Augen. Wie sollen sie geformt sein? Keine Ahnung. was für Augen nehme ich denn? Ich hätte gerne schöne Augen. Aber ich will auch nicht so diesen Schlafzimmerblick haben. Oder vielleicht doch. Okay, ich glaube, ich muss noch mal gucken. Vielleicht nehme ich einfach die da. Oder? Bin mir noch nicht sicher. Oder die da? Oder die da? Oder ganz große Augen, wie die da. Oder die da? Na, ich glaube, ich nehme die da. Das ist so Schlafzimmerblick. So. Und welche Farbe sollen sie haben, die Augen? Blau. Aha, gut.
Dann die Augenbrauen. Stell sie dir mal ganz genau vor. Wie hättest du sie gern? Augenbrauen? Doch relativ schnuppe, oder? Ach, ich nehme einfach die da. So. Und jetzt der Mund. Wie soll der Mund aussehen? Das ist eine gute Frage. Ich glaube, ich nehme den ersten. Der gefällt mir ganz gut. Ach ja, einen Schönheitsfleck könntest du ja auch haben. Sag doch mal. Nee, habe ich nicht. Habe ich einen? Nee, habe ich nicht. Da ist, glaube ich, nichts. Genau. Hab keinen. Hättest du gerne Sommersprossen? Nein oder ja? Nein. Ich finde die Sommersprossen in Spielen immer total doof. Okay, so viel zum Gesicht. Wähle als nächstes bitte eine Frisur. Okay, welche nehme ich denn da? Ich glaube, ich nehme diese Zopffrisur. Oder ist das ja auch ein Zopf? Weiß ich gar nicht. Ich glaube nicht, ne? Ich glaube, die sind einfach nur so zur Seite nach vorne. Ach, dann nehme ich halt die zur Seite nach vorne. Welche Haarfarbe soll es sein? Rot. Alles klar. Dann weiter. Wähle als nächstes einen Hautton. Den da. Wie groß willst du sein? So ganz ungefähr. Mittel. Dankeschön, Shiva. Nur eine Sache noch. Unten siehst du drei Geschenkboxen. Such eine aus. Wir nehmen mal die bunte. Ja, sieht doch ganz nett aus, unsere Shiva. Gut, Shiva. Und nun? Nun mach die Augen wieder auf. Juhu, du hast es geschafft. Du siehst entzückend aus. Also Shiva, willkommen in meiner Welt. War ganz leicht, oder? Und jetzt kannst du endlich mit mir zusammen durch die Tür. Na dann los, Shiva. Atme nochmal durch und komm, ich warte auf der anderen Seite. Da bist du ja. Na dann willkommen. Dies ist Fashionville, eine blühende Stadt voller Leben und mein Zuhause. Überrascht? Kann ich mir denken. Aber Fashionville war schon immer hier hinter der kleinen, hinter deiner kleinen Tür. Was für eine schöne Stadt. Ja, auf jeden Fall. Nicht nur die Straßen hier sind malerisch, wir haben auch viele herrliche Parks und Gärten. Aber weißt du, irgendwie hatte ich da trotzdem immer so ein komisches Gefühl. So als würde hier noch etwas fehlen, aber ich wusste nie was. Oder warum. Aber dann habe ich das Barett von dir aufgesetzt und auf einmal war auf einen Schlag alles anders. Aufregung, Herzflattern, ich kann es gar nicht beschreiben. Huch, oje, das hatte ich ja ganz vergessen. Entschuldige, aber ich muss schnell zu einer Freundin, sie wartet auf mich. Das macht dir doch nichts aus, oder? Ich lass dich auch nicht hier allein, Shiva. Komm doch mit, wenn du Lust hast, na? Es ist gleich um die Ecke. Yeah! Was machen wir hier überhaupt? Okay, anscheinend kann ich jetzt da hingehen. Da bist du ja. Ich habe schon auf dich gewartet. Du hast die Boutique aufgemacht und bist einfach verschwunden. Was sollte das denn? Entschuldigung, tut mir ja leid.
Ich wollte gerade kurz auf die Modemesse, um noch welche von den Outern zu kaufen, die du so magst. Outer, Modemesse, einkaufen. Outer. Die äußerste Schicht wie Jacken, Mäntel oder auch Westen ist für jedes Outfit von enormer Wichtigkeit. Okay. Und rate mal, was passiert ist. Die Tür, sie ist aufgegangen. Du weißt schon, die aus dem Hinterzimmer führt, die abgeschlossen war und nie aufging. Natürlich musste ich sofort schauen, was dahinter ist. Ist doch klar. Und du wirst nicht glauben, was ich... Oje. Stimmt ja, das Outer. Verzeih mir, Coco, aber vor lauter Aufregung habe ich das ganz vergessen. Momo, du bist unverbesserlich, aber ist nicht schlimm. Ich sag dir was, ich komme einfach irgendwann später wieder. Aber sag doch mal, was ist das denn eigentlich für ein fesches Käppchen? Schön, nicht wahr? Oh ja, und auch was ganz Neues für dich. Ich habe dich ja erst gar nicht erkannt, als du eben reinkamst. Was ist denn passiert, dass du auf einmal so ein elegantes Barrett trägst? Oder wie auch immer man das nennt. Ganz einfach, das ist ein Geschenk von Shiva. Stimmt doch, Shiva, oder? Aha, deine Bekannte heißt Shiva, ja? Ja, unsere Großmütter kannten sich, sie waren richtig gute Freundinnen. Und das sind wir jetzt auch. Zusammen werden wir die ganze Stadt noch hübscher und modischer machen. Klingt spitze. Na dann wünsche ich erstmal alles Gute. Das klappt schon. Stimmt doch, oder? Ach so, Shiva. Ich brauche ja noch deine Hilfe. Könntest du nicht ein Outer für Coco hier aussuchen? Etwas, das zu Cocos Style passt. Du kannst dich auch an allen Outern in der ganzen Boutique bedienen. Ein anderes Outer. Warum sagen die nicht einfach Jacke? Für mich? Momo, sag mal, spinnst du? Ich trage doch nur Outer dieser einen Art und ich will auch gar kein anderes. Und weißt du auch warum? Weil das hier am besten zu mir passt. Ist doch logisch. So läuft's nun mal. Man soll nur das tragen, was wirklich dem eigenen Typ entspricht. Oberstes Fashion-Gebot. Dem eigenen Typ? Wie? Ich verstehe ja vielleicht nicht so viel von Mode wie du, Coco. Aber hör mal her. Ich mach dir einen Vorschlag. Ich sage, wir lassen Shiva etwas für dich aussuchen. Ein einziges Mal nur. Und ich verspreche dir, Coco, das wird super. Du wirst uns beide drücken wollen, garantiert. Und ganz nebenbei habe ich dein Outer ja sowieso vergessen. Nicht Auto, Outer. Also hast du überhaupt keine Wahl, hihi. Ach, Momo, du bist echt schlimm. Nicht nur vergesslich, sondern auch eine richtige kleine Erpresserin. Aber na gut, abgemacht. Ich lasse mir was von deinem neuen Bekannten aussuchen. Aber nur ein einziges Mal. Okay, lasst uns Momo verunstalten. Nicht Momo. Hier, Coco. So, Trendsetterin und Fashion Queen. Oh Gott. Kannst du mir ein Auto raussuchen, das nicht absolut katastrophal ist? Ich weiß, dass Momo viel von deinem Sinn für Mode hält. Doch ich werde mir darüber selbst ein Urteil bilden. Zeig mir, was du drauf hast. Okay. Finde mir bitte ein cooles neues Outer. Circa 250 Euro. Das passt auf jeden Fall nicht zu ihr. Ja gut, ich würde allerdings sagen an der Stelle, ich mache hier erstmal einen Cut. Es würde mich natürlich freuen, wenn ihr das Projekt bewerten würdet und wenn ihr mir sagen würdet, ob ihr das Ganze mögt, weil dann werde ich auch noch weitere Parts machen. Wenn ihr das Ganze nicht so mögt, dann werde ich vielleicht noch so 2-3 Parts machen und werde das Ganze dann als eine Angezockt-Reihe bringen, sprich, wenn wir das genug angezockt haben, dann wäre es dann zu Ende. Also schreibt mir auf jeden Fall in die Kommentare, ob ihr Interesse hättet an ein etwas längeres Let's Play davon, dass wir uns so ein bisschen da reinfuchsen können in das Spiel oder ob ihr halt nur ein angezockt davon möchtet. Und ja, ich hoffe, es hat euch soweit gefallen und wir sehen uns dann eventuell oder bestimmt in einem neuen Part wieder. Bis dahin, tschüssi!